Dies hier wird die kleine Bonusfolge, die nach dem eigentlichen Finale nochmal kommt. Also ich habe euch ja immer noch nicht Iwo Jira gezeigt, ne? Und hier ist jetzt hier. Wir sind raus. Nehmen wir mal die Schrotflinte aus. Eiswaffe? Das ist echt eine Eiswaffe, krass. Langsam wie blöde. Gut, was machen wir denn in dieser letzten Folge? Verdammt. Krass, überlebt. Und ich schätze mal, wir geben irgendwo die Quest ab, kriegen die Aufgabe, Iwo Jira zu töten und das war's. Wisst ihr, ich finde ja, Spiele haben ihre Credits ja wohl verdient, aber man kann es echt mit der Sauber immer übertreiben. Ich hasse es, sie so lange abspielen zu lassen. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin da genau an der falschen Stelle dafür. Na, wo lande ich? Idee. Oho, das ging ja auf einmal sehr leicht. Ich wollte noch die Waffen anschauen, die wir gefunden haben. Die Schrotflinte ist eigentlich total scheiße, die ich gefunden habe. Kommt wieder weg. Nee, also was hat denn 1,1 nur gehabt, oh je. Stärker, ne? Aber auch ungenauer. Plus 50% Waffengenauigkeit. Ha, am Arsch. Sichern und laden. Was haben wir noch? 190 mal 19. Nee, zu langsam. Zu schwach. Kann ich alle verkaufen. Die sind alle so unendlich nutzlos. Kann alles weg. Waffen, ich hab sie. Du brauchst sie. Du hast auch nichts. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ah, alles klar. Soll mich schimmen? Ich mach Konkurs. Nee. In Jacks Büro? Ja, der muss uns ja noch bezahlen. Wir haben ja die Kamera für ihn gefunden. Dieses Gemälde macht mich voll tiefgründig und so. Wieso lebst du noch? Ich dachte, er macht alle Kleptos kaputt. Ist hier alles Hyperion gelb. Hallo Handsome Jack. Mit Maske. Wenn ich dich brauche, melde ich mich. Nee. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Neuer Spielverlauf-Modus freigeschaltet. Glückwunsch, du hast wahrer Kammerjäger-Modus freigeschaltet und so weiter. Glückwunsch, du hast den wahren Kammerjäger-Modus freigeschaltet. Im wahren Kammerjäger-Modus geht es erst so richtig los. Genau, und samt den DLCs. So, das war's. Der Kopf. Jetzt werden wir nach Concordia gehen. Weil ich könnte schwören, wir haben für mich wieder massig Sidequests mit Töte den Unbesiegbaren und sowas. Und ich bin mal gespannt, weil den wollte ich auch noch zeigen, den letzten Boss, den optionalen Boss, den... Oh, was habe ich gesagt? Da ist was. Aber, bevor wir das hier machen... Ich hole euch noch zwei Köpfe. Und zwar...
Genau den. Den haben wir einmal freigeschaltet. Den hat er noch nie gezeigt. Sieht ein bisschen aus wie aus Star Wars. Und einmal Champion von Elysia. Kein Mund. Neutraler Mund. Mund. Ich mag den Mund aber nicht. Ich nehme Athena im Standard. Dann gucken wir da mal. Oh, hier wieder welche. Tanzen die wieder? Nö, Claptrap ist ja ganz alleine. Tja. Sag ich auch immer. Dass irgendjemand was vorgemacht hat, bevor ich es machen konnte, obwohl ich eigentlich es nie vorhatte zu machen. Das ist ein außerirdisches Arschtrittparadies. Hallo, Athena. Yosoi Tiny Tina. Und das ist mein großer Bruder Brick. Mann, nenn mich nicht dauernd so. Das ist schräg. Es heißt, du erzählst Geschichten. Ich will eine hören. Welche willst du hören? Den Tod von Nox? Den Untergang von New Hay? Oh, oh, vergiss es. Ich habe eine bessere Idee. Erzähl mir von einem Raid-Boss. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was heißt das, du? Wie kannst du nicht? Shh, Baby, shh, shh, shh. Deine große Schwester regelt das. Dann begaben sich Athena und ihre drei Gefährten zum Kern des Mondes. Muss es mit Gefährten sein? Kann ich das nicht alleine machen? Nicht, wenn du überleben willst. Oder wenn du eine voll kaputte Beutekombi gefunden hast und dem Econet damit angeben willst. Bin ich ja mal gespannt. Ein Raid-Boss? Ja. In der Mitte? Oh ne, ich will da nicht hin. Das ist voll doof und so. Ich fühle mich leicht verarscht, ne? Ich hätte ja so einfach so schnell hinkommen können. Und was ist passiert? Nix. Okay, Athena, du bist dran. Man muss Iridium in diese mysteriösen Dinger stecken, um den Raid-Boss zu rufen. Na los, sag es! Wir hatten kein Iridium, also haben wir Mondsteine in solche Dinger gesteckt. Du kannst die ganzen Monddinger selber auf den Kopf hauen oder sie mit deinen Kumpels teilen. Das ist echte Freundschaft. Naja, 5. Ich glaube, das kann ich mir gerade so leisten. Ich wette, das wäre 50 oder so. Kann ich echt nicht alleine gehen? Du kannst schon, aber dann gehst du drauf, drauf, drauf. Und meine Tränen nehmen ihre Lauf, Lauf, Lauf. Break the bit! Nö. Ich hasse meinen Bruder. Oh. Ich wette, der liebt dich. Naja, keine Zeit für dich. Was ist dann passiert? Erzähl schon! Wir kämpften gegen einen Raid-Boss. Yay! Ich werde Level 50 und für mich unmöglich zu machen. Der schon wieder? Warum? Der Wachpostenverteidiger oder Kammer. Das hatte ich doch gerade eben schon gehabt. Bist jetzt stärker? Achtung, da kommt ein Badass. Der Unbesiegbare jetzt. Ist der wirklich so unbesiegbar jetzt? Hier. Genau, spring genau zurück in die Granate rein. Das ist super. Trottel. Oh oh. Oh, das war knapp. Tja. Ups, daneben. Na gut.
Das bringt so gar nichts. Sorry, wenn ich kaum rede, aber ich muss mich konzentrieren bei dem Boss. Aha, warum hast du wieder voll ein Schild? Unfair. Gerade mit dem Elementarschaden ist schon bei plus 200. Ist das krass. Oh ne. Mein Schild ist leider down. Okay, bin rübergekommen. Ich schaffe ihn alleine. Ich werde danach ist aber groß und dann kann ich ihn nicht mehr schaffen alleine. Fuck. Jawohl! Ich schätze mal, das war gerade mal Phase 1. Ja. Ich hab richtig geschätzt, verdammt. Habe ich Munition von meinem Raketenwerfer mitgebracht? Nein, habe ich nicht. Warum auch? Man könnte es ja gebrauchen. Scheiße. Die behalte ich. Die bringt nichts. Okay. Gib mir die ganze Munition. Keine Munition, verdammt. Wachposten ist... Oh, ho, ho, ho. Hallo. Hui, ich mach fliegen. Ja, du bist ganz, ganz hübsch. Nein, 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 nein. Ich hab ihn noch fast down. Jawohl. Krass, ist ja schon tot. Davon hat sich noch keiner erholt. Fahre Schild hoch. Ah, ein Strich. Ein Strich fehlt. Ach so, das zählte schon als besiegt in der ersten Phase. Wir mussten ja drei Köpfe töten. Ich hab mal ein paar Sachen, die ich gebrauchen kann. Munition und so. Immer noch ein Schild.
Jetzt war resistent gegen Strom, verdammt. Ich brauche was anderes. Der ist fast leer. Das muss funktionieren. Jawohl. Das war gut Schaden. Oh, letzte Phase. Sie gefällt mir gar nicht. Aber er hat keine Resistenz mehr gegen meinen Scheiß hier. Schnell, ich brauch mal so einen. Da. Sehr gut. Ja, Schild aktivieren und so, ne? Davon hast du gewonnen? Ja, nachdem ich mir die Taschen mit Beute gefüllt hatte, bin ich zurück zum schwarzen Brett, um die Mission abzuschließen. Krass, habe ich ihn geschafft. Richtig geile Scheiße, ey. Je größer sie sind, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, mein Inventar ist sogar ziemlich leer. Hammerhart. Jetzt hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich einen Raid-Boss schaffe. Aber gut, warum auch nicht, ne? Der war ja eigentlich schon der gleiche wie vorhin auch. Schade eigentlich. Ich glaube, da kommt ein bisschen mehr. Oh, Junge, ist das viel. Hat der eigentlich Legendaries fallen lassen? Ich glaube hier irgendwie nicht dran. Das waren Mondsteine. Du bist grün. Lila nehme ich mit. Okay, Lila und Blau nehme ich auf jeden Fall alle mit. Die grünen kann man ja für den Wandler mitnehmen. Da braucht man aber gleiche Teile, damit auch was Besseres bei rauskommt. Ansonsten ist es irgendwie zufällig oder klappt gar nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. War das alles? Das war alles. Echt kein Legendary? Na gut, dann eben nicht. Jetzt auch wahrer Kammerjäger auf nochmal weiter drücken. Bisschen krass, oder? Hab ich eigentlich was gefunden, was taugt? Gut, was haben wir denn hier gefunden? Wir haben. Die kann weg. Kann weg. Kann weg. Auch weg. Ah, weg. Auch weg. Das könnte man eigentlich mal drüber nachdenken, weil man hat mehr Schmetterschaden. Aber eigentlich braucht man das nicht.
Ja, kann eigentlich alles weg. Schade eigentlich, nichts gedroppt. Bis später, Kammerjäger. Jo. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wundervoll. War mir wieder ein Vergnügen. Bis bald, mein Freund. Hat der eigentlich munitionstechnisch auch sehr gut hingehauen, ne? Gehen wir die Quest ab und werden dann nochmal Iwajira machen. Der ist deutlich leichter. In einer Minute ist er tot. Weil es in den besten Geschichten am Ende immer einen Arsch voll Beute gibt und ein gewisses Gefühl der Selbstzufriedenheit. Ich schloss die Mission ab, während mein Puls noch vom Kampf raste. Aber mein Blutdurst war noch nicht gestillt. Ich könnte jederzeit zurück und den Raid-Boss noch einmal bekämpfen. Erzählerisch ziemlich unlogisch, aber mir gefällt's. Ja. Was kann die? Erhöhte Stabilität. Verbraucht 2 Munition pro Schuss. Hat ein, na, gutes Magazin. Friert Gegner ein. Mal sehen, ob der was taugt. Ich habe jetzt nicht auf die Schussrate geachtet. 9,7. Das ist sehr viel. Jawohl. Ja, für den Nahkampf durchaus zu gebrauchen. Kann mein Schild damit aufladen? Geht das? Nee. Okay. Packe ich die mal weg. Nehmen wir erstmal die hier. Endlich ist die Helios wieder in der. Keine neue Quest? Ach, egal. Gehen wir zu Iwajira. Habe ich eine Mission übersehen? Sollte jetzt eigentlich angezeigt werden, ne? Ja, da ist noch was. In der Wüste. Da. Ich gehe die erstmal gucken. Vielleicht gibt diese Quest mir sogar als Aufgabe auf, den zu machen. Oh, ich will nicht zurückgehen. Habt ihr was für mich? Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Nein. 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 Was war das nochmal? Waffengenauigkeit? Achso, das ist ein Springer, ne? Ja, genau. Irgendwo da hinten. Wächterjäger. Ich muss den jetzt aber nicht nochmal machen, oder? Weil nochmal mache ich den jetzt nicht. Aber was gut ist bei dem Wächter, ist, dass meine Aufladung da ziemlich schnell hochgehen. Und ich finde diese Kürbisdinger ziemlich geil. Halloween ist ja heute. Wo ist der? Ja, Schnauze. Ich mach mein Schild an, damit ich schneller laufen kann. Da sowieso alle 5 Minuten so ein Sauerstoffgedöns so kommt. Schnauze. Ich hab noch keinen Schaden gemacht. Was sind hier? Verschwinde, Mann! Geht doch. Wie läuft's, Kumpel? Ich hab keine Luft, aber sonst gut. Super Job für dich, wenn du willst. Oh ja, super. Diese Iridium-Wächter sind echt listige Kerlchen. Und meine Aufgabe ist es, sie zu fangen. Keine Ahnung, warum sie damit zu mir kommen. Ich wollte den Schreibtischjob. Ich bin nicht so der Outdoor-Typ. Immerhin hat man mir diese Schlingengranaten gegeben. Darin fangen sie sich, wenn sie verwundet sind. Zuerst brauchen wir jeweils einen von all den Wächtergeistern. Fangen wir mit Feuer an. Du kannst so viele von den Dingern umnieten, wie du willst. Aber meine Auftraggeber wollen von jedem Wächtergeist ein lebendes Exemplar. Also je einen, wenn er sich in seine Feuer-, Schock-, Korrosions- oder Kryoform verwandelt hat. Ich weiß, wo es lang geht. Also check dein Echo und halt dich an mich. Du Scheiße. Zielsuche eine Monsterfalle.
Warte mal. Pokéball los! Aber hallo, ist das ein Pokéball? Gut, das werde ich jetzt aber nicht machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen jetzt zu Iwajira. Wie diese andere Quest funktioniert, kann sich ja jeder selbst ausmalen, ne? Ich mach die. Aber erst nachher. Das ist wieder so ein bisschen mehr, was man zu tun hat. Ach, ich. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Gut. Komm, ich mach die. Ist egal. Ich mach die jetzt. Das kleine Bonuspart, wo man... Ich hab 3 Stunden lang nur Zeit gequestet, um die in eine 2-Stunden-Folge reinzupacken. Es wäre einfach traurig, wenn ich das eine jetzt hier noch liegen lasse. Im Bonuspart, im letzten Bonuspart. Wo ist das eigentlich? Ach, geht eigentlich noch. Das ist schon krass, wir sollen eins von jeder Sorte fangen. Und, das wird ein Ball. Dein Pokéball. Das klang in meinem Kopf eben irgendwie anders. Warte mal. Ich versuche mal meinen Gedankengang zu rekonstruieren. Ach, keine Ahnung. Egal. Ich bin jetzt verwirrt. Ah ja, genau, wir sollen die vorher schwächen, das war's. Bei Pokémon muss man die auch mal vorher schwächen. Ihr nervt. So, und... Ich muss eine etwas schwächere Waffe nehmen, sonst reiße ich die sofort in Stücke und das ist jetzt nicht so das, was ich... Ich benutze die hier. Gut, die ist nicht wirklich schwächer, aber... passt schon. Wir wollen einen von denen lebend. Jetzt, Kumpel, jetzt! Setz die Schlinge gegen einen Feuergeist ein. Oh, der kann einem ganz schön was husten. Pokéball los! Das hat nicht gereicht. Pokéball los! Jawohl! Gut gemacht, Kumpel. Das nenne ich hohe Fallenstellerkunst. Ja, gut gemacht, Kumpel. Da bleibt ihm die Luft weg. Der macht keinen Ärger mehr. Jetzt den Korrosionsgeist. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Alles klar, mein Freund. Ich würde dir gerne 151 Stück fangen, aber so viele gibt's leider nicht. Nervt mich schon ein bisschen. Bei dem da musst du aufpassen. Ich habe gehört, deren Säure frisst sich in Sekunden durch praktisch alles durch. Pokémon los! Gotta catch 'em all. Pokémon. Oder ist das eine Sie? Ich habe keine Ahnung. Jetzt den Schockgeist. Oh ja. Yeah. Wir fangen sie alle. Und dann bieten wir sie als Starter an. Oh, schau dir den an. Das ist ein Prachtstück. Ich glaube, der will uns zeigen, dass er sauer ist. Pass auf die Schilde auf. Vergiss nicht, wir wollen sie lebendig, Kumpel. Das war ein Testgeist. Pokéball los. Hat ihm nicht geschmeckt. Okay, jetzt aber. Das sind keine Meisterbälle. Der weiß gar nicht, wie ihm geschehen ist. Und jetzt holen wir uns einen Kryogeist, okay? Jo. Hey, guck dir den frostigen kleinen Mistkerl an. Ich glaube, der weiß, dass wir hier sind. Gut.
Es ist gut, wenn er Bescheid weiß. Pokémon los! Gotta catch 'em all. Pokémon. Bis zum bitteren Ende. Ich liebe es. Oh, ist der nicht prachtvoll? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich finde diese Wächter verdammt bemerkenswert. Ich liebe ihre Energie und man merkt, dass sie keinem was tun wollen. Sie wollen einfach nur spielen. Ich bin's, Sturvin. Ja, ja, wir sind hier fertig. Wir haben alles, was ihr braucht. Ja, alles klar, wir sehen uns dort. Und jetzt zum Übergabepunkt. Meine Auftraggeber holen unseren Fang dort ab. Ich weiß nicht, Kumpel. Ich finde das alles nicht richtig. Die Kerle werden alle möglichen Versuche an diesen Wächtern durchführen, nur damit sie sich dann am Kopf kratzen und sich die beste Methode überlegen können, wie sie sie ausrotten. Und ach, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Ich meine, guck dir doch mal die wunderbaren Kerlchen an. Wer würde denn sowas etwas zuleide tun? Sie wollen doch nur spielen. Jetzt hast du auf einmal Gewissensbisse, ne? Aber dafür ist es zu spät, mein Freund, oder? Mal gucken. Nein, es ist nicht zu spät. Ja, 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 Luftreserven und so weiter. Meisterwilderer. Weißt du, diese Welt wäre besser dran, wenn es mehr Wächter gäbe und weniger Leute, die sie bis zur Ausrottung abschlachten. Gute Arbeit. Du bist ein echt guter Kumpel. Zu zweit sollten wir es mit ihnen aufnehmen können. Außer du willst ihnen die armen Viecher einfach aushändigen. So, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Puh. Pokéball los! Mist. Er hat sie mir wieder abgenommen. Warum hast du keinen Stern? Das stört mich aber gewaltig. Superball los. Es gibt kein Entkommen. Aha, gut. Geben wir ihm die Pokébälle zurück. Die Außerirdischen natürlich. In ihrer Digitalisierungskapsel, Granate, Fanggerät, etc. Wächterbewacher, Errungenschaft freigeschaltet. Und wir wissen genau, im wahren Kammerjägermodus machen wir alles genau andersrum. Hallo. Das hat gute Arbeit. Spaß gemacht. Und ich würde sagen, damit ist es offiziell. Du bist ein verdammt guter Kumpel. Du hättest natürlich noch eine viel dickere Belohnung verdient. Aber mehr habe ich gerade nicht. Ich denke, mit dem Schild komme ich schon zurecht. Er ist stärker. Er lädt sich schneller auf, lädt sich früher auf. Ich habe zwar keine Elementarresistenz mehr, aber ich habe Meteorschaden. Hallo, das ist ja wohl geil. Gut. Auf zum Iwajira, zu unserem letzten finalen Kampf, bevor ich dieses Let's Play endgültig bis zu den DLCs beende. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Ja, sie wollen mich nicht, sie wollen nicht loslassen, die Gegner. Der ganze Mond, der will unbedingt, dass ich bei ihnen bleibe. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Wundervoll. Keine Gewährleistung. Lass es nicht zu sehr krachen. Okay, ich soll nach Elysia. Genau.
Derwin. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Er ist ja da und deshalb will er aussterbende Art retten. Also, ich habe mich hundertprozentig gewandelt. Ich bin jetzt radikaler Naturschützer. Es gibt hier massenweise Lebewesen, die kurz vor dem Aussterben stehen. Ganz besonders diese wunderschönen Opas, die wir hier haben. Nein! So müssen wir die Ärmel hochkrempeln und uns nützlich machen. Nein! Rüste die Monsterfallen-Mod. Oh, wieso? Was habe ich dir getan? Diese wunderschönen Kreaturen haben sich einen schlechten Ruf eingehandelt. Sie sind gar keine tödlichen Raubtiere. Sie wollen nur spielen. Natürlich, sie wollen nur spielen. Da ist einer. Guck mal los! Oh, gut gemacht, Kumpel! Schnappen wir uns noch einen! Warum? Reicht dir einer nicht? Mensch! Ist da noch einer? Du bist keiner. Sollten die nicht eigentlich hier sein? Natürlich. Jetzt extra für diese Quest sind hier am anderen Arsch dieser Welt. Na, zum Glück kann ich direkt aufs Dach. Ofa. Wen da? Irgendwie glaube ich ja, du zählst nicht. Nope, du zählst nicht. Unten, okay. Jetzt oben? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hab doch gerade Ofa-Älteste gefangen. Ach so. Natürlich. Klasse. Schnappen wir uns noch einen. Boah, was willst du mit den ganzen? Hier. Er ist kaputt gegangen. Na? Heiliger Bimbam, das ist eine großartige Demonstration ihrer Gefährlichkeit. Was? Ah, guck mal. Eine virtuose Ofa. Guck mal los! Hey, du hast es echt drauf, muss ja. Ich sagen. Einen brauchen wir noch. Warum? Alpha-Ofa noch dazu. Oh. Junge. Beim nächsten Mal gebe ich die Welle ab. Okay, wahrscheinlich soll ich einen weiteren Ofas fangen. Nur eben für die andere Partei, ne? Oh Gott. Okay. Wahrscheinlich oben. Ofa? Oh, Junge. Wollt ihr mich flachsen? Davon hat sich noch keiner erholt. Hm.
Hier, Pokéball. Damn. Das war ein Ball. Ich finde, wir haben ziemlich gute Arbeit geleistet. Wir lassen alle hier. Hier haben sie es zwar nicht so gut wie in der freien Wildbahn und mir blutet auch das Herz, aber es ist die einzige Möglichkeit, sicherzugehen, dass diese Spezies und ihre Unterarten überleben. Danke, Kumpel. Du scheinst mir einer von den Guten zu sein. Was? Ich zeig den schnellsten Weg zu dir. Da du eh direkt am Anfang bist, komme ich per interne Schnellreise zu dir. Eine von vielen Möglichkeiten, um intern vorwärts zu kommen. Meine Granatenmod. Und diese Art willst du beschützen? Die greift mich an. Alles klar, Kumpel. Du bist der Beste, den es jemals gab. Zeit für eine Beförderung. What the fuck? Das ist eigentlich schon ziemlich geil, ne? Ich nehme mal die. Doofe Putten. So, jetzt habe ich aber alle, oder? Alle Quests geschafft. In diesem Spiel gibt es nichts mehr zu tun. Außer dem wahren Kammerjäger-Modus. Ah, lass mich doch in Ruhe. Was ist denn das eigentlich für eine Granate? Wie hier. Korrosionsschaden die Sekunde ist ganz schön viel. Eine Standardexplosion. Ne, ich mag die Tesla. Die ist stark. Die ist sehr stark. Außerdem hilft die gut gegen Schilde. Ich habe ein Level-Up. Das könnte ich mal benutzen. Auf was gehe ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ja, das. Warum nicht? Stopp! Probier mal eine neue Granate an die aus. Außer es ist keine Longbow. Es ist eine Lobbit. Und jetzt explodiere. Okay. Ich habe gedacht, die ist so wie meine Tesla. Tja, so schnell kann es gehen, wenn man sich mit mir anlegt. Kauf schon endlich eine Waffe. Die ist lustig. Die ist schnell. Die ist stark. Alle dazu genau. Nein. Herzlich willkommen. Auch nein, gut. Dann los geht's. Das Anfangsgebiet. Und hier ist nichts übersehen. Ödnis der Stille. Der Boss, den ich immer heimlich offscreen gefarmt habe. So besonders ist er eigentlich gar nicht. Ah, die Waffen sind alle schon richtig ausgerüstet. Die hier brauche ich eigentlich nur. Und dann ist er tot. Es geht ruckzuck, ist er platt. Also, wenn ich den ganz normal töte ohne meinen Raketenwerfer, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber Raketenwerfer voller Sauerstoff, der mir ein bisschen Schadensbonus gibt. Plus Schadensbonus für den Schild, den ich habe. Und dann problemlos. Noch ein bisschen Granate drauf. Und dann war es das für den. Ich finde diesen Schild lustig, den direkt von der Burg Heimatwelt. 390 Meteorschaden. Ja, ist eigentlich noch so, geht's so, ne?
Muss der voll aufgeladen sein? Nö, steht nichts von. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Und hier ist er. Level 30, Iwo Jira. Einfach schön drauf. Dann komme ich jetzt so zu ihm und dann Peng, 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 Peng und das war's. Und das war der überstarke optionale Boss. Nicht so besonders, ne? Aber dafür spuckt er unglaublich viele Mondsteine aus, so 20 bis 40 ungefähr. Also schon richtig monstermäßig viel. Ah, den hat schon gar nicht. Die List of Legendaries fallen. Ich habe bei dem einmal einen Raketenwerfer gefunden. Den fand ich jetzt nicht so besonders. Er war ziemlich schlecht. Aber er lässt welche fallen. Also warum auch nicht andere, ne? Gut. Da. Das ist blau, das nehme ich mit. Die Mondsteine lasse ich alle liegen, ganz ehrlich. Ich brauche keine mehr. Ich habe über 400 Stück. Wofür brauche ich noch welche? Guck mal, ich habe 450 Stück. Ich brauche keine mehr. Wenn ich die mitnehme, dann nur, weil sie halt da rumliegen, ne? Weil sie gerade vor meinen Füßen liegen und eigentlich der größte Aufwand ist, um die zu bekommen, nur noch E drücken ist. Keine Legendary, ernsthaft? Der ist ja nur einmal bei mir gedroppt, aber dann auch gar nicht mal so gut. Gut, wenn ihr wieder raus wollt, bei dem Ding nur E drücken oder kaputt schlagen, da kommt ihr wieder raus. Der schnellste Weg ist aber einfach verlassen. Auf Weiter drücken. Und man ist wieder in dieser Station. Dann geht ihr wieder hier hoch und dann seid ihr am schnellsten. Also, damit das klar ist. Ab Level 30 ich hab schon die Sachen, das war cool. Was hab ich denn hier? Aus den Händen gerissen. Ist okay, scheiße, das ist alles weg. Punkt. So, den brauche ich eigentlich auch nicht mehr, oder? Ich behalte ihn noch. Vielleicht brauche ich den ja noch. Gut, das war auch die Bonusfolge, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns bei den DLCs wieder. Das vorige war das Finale, also nur um keine Missverständnisse zu verursachen. Das vorige war das Finale und das hier ist die Bonusfolge. Dann dauert es, keine Ahnung. Borderlands ist durch. Ich warte auf die DLCs. Schau mal noch demnächst das Season Pack, in den Season Pass, aber auch erst dann, wenn die DLCs erscheinen. Sonst denke ich, lohnt das nicht. Okay. Tschüss. Falsche Taste, verdammt. Falsche Taste.